Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Review von Lucha Underground. Mein Name ist immer noch Jens und aka der JME und bei mir ist heute wieder der Fritz Jenkins, der Philipp. Hallo. Ja, und wie mittlerweile schon fast gewohnt, am Dienstagabend haben wir uns hier eingefunden, um die ersten Lucha Underground-Folgen zu besprechen, die derzeit auf Tele5 laufen. In dieser Woche war es Folge 5 und 6. Auch darüber hinaus haben wir heute noch ein paar Themen, unter anderem Philipps Abstecher am vergangenen Wochenende zur WXW nach Oberhausen, wo einige der Lucha Underground-Stars zu Gast waren. Und wo Tele5 so nett war und uns eingeladen hat. Auch darüber werden wir am Ende noch sprechen, sowie auch noch ein paar Fragen beantworten, die ich mir dann erst nochmal angucken muss, wo mich gerade Philipp darauf hingewiesen hat. Und wir machen heute mal ein Experiment, da ich eigentlich gar nicht so der Fan bin von durch eine Show moderieren und da Fritz als beziehungsweise Philipp als Neuling das ja auch lernen muss, ne? Denn Lehrjahre sind keine Herrenjahre, wird er das heute mal übernehmen. Bist du schon aufgeregt? Ja, ich zitter am ganzen Körper, aber das kriegen wir hier. Millionen Hörer zu. Ja. Ohne dir jetzt Druck aufbauen zu wollen, aber. Nee, ach, ja. Noch was vorneweg? Oder wollen wir gleich einsteigen? Ach, nö. Ist ein schöner Tag heute. Tag war super. Bei dir auch? Das war heute mein 9. von 10 Arbeitstagen am Stück. Von daher stellt sich so langsam eine gewisse Müdigkeit ein. Aber das davon abgesehen, war es okay. Die üblichen Gut, ja. Problemchen, aber ansonsten. Gut, dann, die fangen Bühne an, ist dein. Ne? Ja. Alles klar. Ja, und wir fangen an mit der 5. Folge. Und die ging auch direkt los mit einem Rückblick auf die Vorwoche, so wie immer. Und danach kommen wir auch direkt schon ins Büro von Dario Cueto. Da sitzt dann Conan und beschwert sich, dass sein Schützling Prinz Puma von den untergebenen Cuetos angegriffen wurde, also von Big Rick und der Crew. Und ja, Cueto sagt daraufhin, dass Cisco und Cortez Castro, also die Crew, zu Big Rick gehören und nicht auf Cueto hören. Conan gefällt das nicht so ganz und er fordert einen Streetfight zwischen Puma und Big Rick, dem Cueto dann noch zustimmt. Ja, das war das erste Segment, wie immer in Darios Büro eigentlich. Und ja, damit haben wir dann ja auch schon mal wieder eine neue Match-Ankündigung. Ja, wie immer im Grunde den Main Event relativ früh in der Show bekannt gegeben. Übliches Lucha Underground Video. Ich fand Conan sah ein bisschen aus wie frisch aus dem Buena Vista Social Club entsprungen, wenn das mal jemand kennt da draußen. Mit seiner Schiebermütze und sah irgendwie alt aus. Aber trotzdem großer Fan von diesen Segmenten und gerade Conan und Dario Cueto spielen ihre Rollen natürlich absolut großartig. Ansonsten habe ich dazu gar nicht so viel zu sagen. Ich meine, der Main Event ist jetzt ein Main Event, der mich jetzt nicht unbedingt von Anfang an vom Hocker gehauen hat, aber jetzt steckt man einmal drin in der Storyline, dann muss man da jetzt auch durch. Ja, die schaffen wir, die überstehen wir, die Story. Ich denke auch, ja. Vor allem, weil die sind ja auch ganz ganz nett, die Backstage-Segmente mit Conan und Cueto sowieso, aber auch Conan macht das ja, finde ich, ziemlich gut. Nee, also die Segmente sind super, dagegen habe ich gar nichts, aber. Nee, also die sind ja so ein bisschen der Trostpreis, ne? Ganz genau. Schon ein bisschen. Ja, und dann. Ja, mehr, das stimmt. Ne? Ja, und dann kommen wir auch direkt zum ersten Match am besten. Mil Muertes, zusammen mit Katrina, also begleitet von Katrina, gewann gegen Drago nach dem Flatliner. Das war, ja, wieder ein Aufbaumatch für Mil Muertes, um ihn zu stärken. Der sieht wie immer sehr dominant und stark aus. Dass jetzt auch hier so ein bisschen stärkerer Gegner genommen wurde, wie Drago, der jetzt die letzten Woche ja immerhin auch schon mal gewinnen. Doch, der durfte gewinnen, ne? Gegen King Cuerno, oder? Vertue ich mich. Jens? Ja? Greifst du jetzt nicht gerade voraus? War nicht King Cuerno gegen Drago in der Woche danach? Nee, aber in der Woche. Nee, stimmt. Ja, stimmt. Richtig. Vollkommen richtig. In der Vorwoche.
Genau, man nimmt also einen Gegner, der schon einen Sieg hat, um Mil Muertes aufzubauen, was eigentlich auch ganz gut gefällt. Wobei Drago dann auch wieder verliert, was so ein bisschen, ja, so ein Hin und Her dann immer wieder, dieses, ja, kein super konsequentes Booking für Drago, aber ich meine, für Mil Muertes ist das schon in Ordnung. Und der ist ja auch, das hat ihm jetzt auch nicht so super geschadet, Drago, die Niederlage, weil Mil Muertes ja momentan noch so über allem schwebt. Ja, was sagst du zu dem Match? Na, man könnte sogar sagen, am Anfang oder bei einigen Wrestlern ist das sogar noch ein Stück weit 50-50-Booking. Ja, ich wollte es nicht sagen. Aber ja, nee, muss man ja sagen, was so ist. Ja. Aber ich meine, das spielt ja auch am Ende des Tages alles in eine Storyline rein. Ne? Genau. Also das geht nicht einfach so alles so weiter, sondern im Grunde hat das Ganze dann auch Konsequenzen irgendwann. Die Tatsache, dass eben die Wrestler, wenn sie oft verlieren, dass sie oft verlieren, hat dann auch irgendwann seine Konsequenzen. Von daher, da ich das weiß oder wir das wissen, haben wir wahrscheinlich nicht allzu große Probleme damit. Ja, das Match an sich war okay. Beide durften glänzen. Also Drago durfte hier schon wieder ein bisschen mehr zeigen als Mil Muertes Gegner zuvor. Klar, weil Drago auch der erste bisschen größere Name war. Okay, naja, Blue Demon Junior war eigentlich auch ein großer Name, aber ich glaube, über Blue Demon Junior haben wir schon in den ersten beiden Reviews zu Lucha Underground sehr, sehr viele Worte, mehr als genug Worte verloren. Ja, haben wir schon zu viele verloren dran. Ja, ne? Eigentlich, genau, mehr als er sich verdient hat. und von daher war das okay. Wie gesagt, Drago durfte da durchaus scheiden. Was mir aufgefallen ist, ich glaube, Drago ist eigentlich sehr, sehr, sehr klein, wenn ich mich irre. Drago ist jetzt mal sehr, kurz sehr nach. Drago ist sehr klein. Er müsste um die 1,70 sein. Genau, aber als er dann im Ring mit Mil Muertes stand, hatte das für mich so ein bisschen den Nachteil, 1,74 ist er. Ja, okay, so klein ist es gar nicht. So Daniel Bryan Größe halt. Ne, Daniel Bryan war ein paar Zentimeter größer. Aber nicht groß ist er auf jeden Fall nicht. Aber da fand ich tatsächlich, dass Mil Muertes auf einmal gar nicht mehr so groß und monströs aussah. Ist er ja auch nicht. Ja, ist er. Aber bisher kam er halt einigermaßen genau so rüber. Und ja. Wie groß ist eigentlich? Mil Muertes ist 1,83, habe ich eben nochmal nachgeschaut. Weil hier steht 1,85, aber irgendwie so die Dreh, ja. Also ich war auch sehr geschockt, dass der nicht über 1,90 Meter ist. Das hatte ich gedacht. Der wirkt definitiv größer. Ja, weil eben halt auch viele der Wrestler in Mexiko relativ klein sind. Und weil er so ein Muskelberg ist, ne? Wahrscheinlich auch noch. Ganz genau, weil er eher in die Breite geht. Genau. Ja. Ja, wie gesagt, war ein ordentlicher Opener. Mil Muertes wird weiter aufgebaut, ohne jetzt ganz so furchtbar unbesiegbar. Ja, was heißt, ist es so, er scheint unbesiegbar, ist er aber doch nicht. Er scheint zumindest verwundbar irgendwie. Ja. Was mir noch nicht so ganz gefällt, ist die Hose von Mil Muertes. Dann nochmal Grüße an Luke Geld, der hat es so schön unter irgendeinem Kommentar geschrieben, unter einem Bericht. Die Hose ist, also, uiuiui. Das sieht was ja ist? Gar nicht. Also Mil Muertes Hose sieht sehr fragwürdig aus. Inwiefern? Ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen presswurstmäßig aus. Ja, okay. Aber gehört das nicht ein bisschen zum Wrestling dazu? Aber bei Mil Muertes sieht es irgendwie sieht sehr merkwürdig aus, finde ich. Ja, okay. Ja, naja, ja, ich kann schon verstehen, was ihr meint, ja. Das stimmt schon. Okay, dann machen wir weiter. Also das Match über beobachtet hatte die ganze Zeit King Cuerno von der Empore herunter und nach dem Match attackierte dann Drago auch, was dann schon mal wieder für die Woche drauf das nächste Match aufbaut und die Geschehnisse aus der letzten Woche wieder aufgreift. Dann kommt auch direkt schon ein Video zu Johnny Mundo. Der erzählt ein bisschen über seine Vergangenheit, dass er seine alte Firma verlassen musste, wegen Backstage-Machtspielchen, aber er jetzt hier ist, um ehrenhaft zu kämpfen und mit diesen Machtspielchen aufzuhören. Ja, welche Firma gemeint ist, wissen wir, glaube ich, alle. Gut. Ja. Das war, ja. Aber ich glaube, das ist ja auch, das war eine Standard-Promo, da müssen wir jetzt auch nicht so viel zu sagen, glaube ich, ne? Nö, nicht unbedingt, aber wie gesagt, ich finde die Videos eigentlich ganz gut, um die Wrestler vorzustellen. Auf jeden Fall. Das ist eigentlich immer sehr, sehr unterhaltsam. Und sie bringen die Charaktere auch immer sehr, sehr, sehr gut rüber. Mein Highlight kommt dann noch bei Episode 6. Aber ja, war ein schönes Video, um Johnny Mundo vorzustellen. Punkt.
Genau, kann man so stehen lassen. Dann sind wir im Backstage-Bereich und sehen, dass Dario Cueto mit Muertes zu dem Sieg gratuliert. Cueto ist dabei so ein bisschen besorgt oder so ein bisschen, na, vielleicht auch verängstigt, man weiß es nicht so genau. Und Katrina kündigt an, dass Cueto sich nicht ewig in der Dunkelheit verstecken kann. Ja, wie immer von Lucha Underground, die Backstage-Segmente sind einfach, die kommen einfach super rüber, ne? Ja, ich finde, man kann es auch halt nicht gut beschreiben, ne, weil die haben halt eine gewisse Atmosphäre, die man durchaus auch wiedererkennt in gewissen, auch in Filmen von World Rodriguez, wie ich finde. Also, kann man schwer beschreiben, muss man eigentlich gesehen haben. Ist eben halt sehr eher auf, ja, könnte man schon sagen, cineastisch angelegt. Also es sind nicht irgendwie Backstage-Segmente, wie man es jetzt von TNA, WWE, WCW, irgendwas anderes kennt, sondern die haben ihren ganz eigenen Flair. Ja, dann lassen wir das mal so stehen und rufen damit nochmal alle auf. Guckt es euch an. Ja, das nächste Match. Mascarita Sagrada gewann gegen Son of Havoc, der von Ivelisse begleitet wurde, via Pin nach einem Einroller. Ja, damit setzt sich dann noch Son of Havocs skurriles Gegner-Booking fort. Er steht im Moment noch ein bisschen da wie ein Geek, finde ich, aber ja. Ne? Nur ein klein wenig, ne? Ein klein wenig, ne? Ein bisschen. Klein wenig, ja. Ja, was mir aufgefallen ist beim Match, war Black Lotus zu sehen, das erste Mal, ne? Die ist kurz gekommen, die Treppe ja, runter und ja, ist wieder richtig, gegangen. Ja, richtig, genau. Warum sie sich ausgerechnet das Match angeguckt habe ich aber noch nicht verstanden. Nee, ich auch nicht. Also, bin ich auch nicht schlau draus geworden. Na, ich glaube, das hat auch gar nichts zu bedeuten. Das war wahrscheinlich eher so zum ersten Mal die mysteriöse Frau im Tempel gezeigt, wahrscheinlich. Ja, das kann auch. Das geht ja noch eine Weile so weiter. Ja, was ich auch lustig fand in dem Match, Son of Havoc hat eine Gorilla Press gezeigt gegen Mascarita Sagrada. Da hat er sich bestimmt gefreut, weil die wird er in seiner Karriere ja auch nicht so oft zeigen können, Son of Havoc. Ja, stimmt. Da muss man natürlich jede Chance beim Shop nur packen, ne? Und wann bin ich gegen Mascarita Sagrada? Genau. Lass mal zusammenfassen, gegen wen hat er jetzt alles verloren? Son of Havoc hat verloren gegen Sexy Star. Gegen Sexy Star hat er verloren. Gegen wen hat er letzte Woche verloren? Hat er nicht schon mal gegen Mascarita Sagrada verloren? Ja, war mir auch so. Ich hatte auch so ein Déjà-vu. Nee, Mascarita Sagrada hatte bei Episode 3 gegen El Mariachi Loco. Stimmt. Gegen El Mariachi Loco. Bei nee, in Folge 1 gegen El Mariachi Loco. Nee, Folge 3. Ja? Ja. Was? Okay. Ohne Scheiß, Mann. Folge 4 war er gar nicht mit dabei. Halt, Moment, jetzt komme ich hier durcheinander. Guck mal schnell nach, ne? Ich guck mal schnell nach. So, mir war doch so, wie hat er denn letzte Woche verloren? Also mir war auf jeden Fall, Sonderfänger, in der ersten Folge hat er gegen Sexy Star gewonnen. Gerade so mit Einroller und Griff an die Hose. So, in Folge 2 hat er verloren, zusammen mit Ivelisse gegen Chavo und Sexy Star, gepinnt von Sexy Star. In Folge 3 war er gar nicht dabei, glaube ich. War er gar nicht dabei. Und in Folge 4 hatte er auch kein Match. Stimmt, da war er bei Ivelisse dabei, ne? Also ja. Ach so, stimmt, genau. Richtig, das war der Punkt. Ah. Genau. Ja, okay. Ich hätte schwören können, er hatte letzte Woche ein Match. Okay, ja. Aber wir halten fest, er hat jetzt gegen eine Frau verloren und gegen einen Mini verloren. Kann eigentlich nur bergauf gehen. Und dementsprechend sauer war er auch in der nächsten Woche. Ja, aber auch das wieder eine Sache, die in der Liga lang, das spielt in eine Storyline, die wir nicht spoilern wollten. Aber auch das wird irgendwann durchaus auf einer gewissen Art und Weise sinnbar. So ist das. Nächstes Match. Ja. Chavo Guerrero hat gegen Sexy Star via Disqualification gewonnen, nachdem Sexy Star Chavo Guerrero mit einem Stuhl attackieren wollte, der Referee das nicht gut fand, Sexy Star sich dachte, gut, dann trete ich dir mal in die Eier. Und dann gab es die Disqualification. Ja, Match an sich war nichts Besonderes, ne? Ja. Es war da, es war nicht schlecht, aber es war auch nicht super gut. Nee, war nicht, war
kurz, war okay, aber ich hätte es jetzt nicht persönlich gebraucht, um ehrlich zu sein. Aber man versucht eben halt hier eine Storyline zu erzählen und in die Storyline spielt es rein, vor allen Dingen dann auch mit dem, was nach dem Match noch kam. Von daher fand ich schon okay. Ja. War jetzt nicht irgendwie eine Glanzstunde von der Intergen der Matches. Sagen wir so. Nee, das war's nicht. Aber gut. Also die Story ist da, die Story ist nicht super schlecht, aber man wünscht sich halt, dass andere Leute als Chavo Guerrero vielleicht im Mittelpunkt stehen würden, ne? Ja, es klingt auch immer ein bisschen so gemein gegenüber Chavo Guerrero, aber ich finde einfach, ich weiß nicht, alles in allem betrachtet, wie gesagt, was wir jetzt mittlerweile wissen nach 3 Staffeln, ist Chavo Guerrero ist für mich immer ein bisschen wie ein Fremdkörper da drin, wirkt er für mich immer ein bisschen. Ja. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt so richtig, aber ich weiß nicht, irgendwie passt er für mich dort nicht rein, so richtig. Ja, ich weiß es auch nicht, aber es gibt Schlimmere. Ne? Naja, das natürlich, also, ja. Ist ja auch, es tut nicht weh und das sind ja auch immer nur ein paar Minuten, aber... Genau. So schlecht ist er im Ring ja auch nicht. Also, das ist... Nö. Also, das ist ja... Ja, ist ja nicht, dass man sich denkt, ui, da muss ich wegschalten, aber... Ist, na, das jetzt nicht. Nö, es ist das halt da, nicht, ne? Aber, ja. Ja, lassen wir es dabei. Es ist dabei. Nach dem Match... Sollten wir vielleicht noch kurz ansprechen. Genau, nach dem Match kommt Pentagon Junior heraus und er kommt mit dem Stuhl, glaube ich, rein und man ist sich nicht so sicher, ob er jetzt Chavo angreift oder Sexy Star und am Ende gehen dann beide auf Sexy Star und Phoenix macht den Save und zusammen schlagen sie die Heels in die Flucht. Ja, das ist auch wieder, wird in der nächsten Woche wieder aufgegriffen, nicht in der nächsten Woche, in der nächsten Episode. Ja. Da macht man da jetzt so eine Vierer-Fehde oder führt ein paar Fäden zusammen. Ja. Cool. Man führt eben im Grunde hier eben diese Fäden irgendwie zusammen. Es wird auch noch ein paar Wochen weitergehen, das Ganze. Aber Gott sei Dank eben nicht ewig, wie ich finde. Man wird dann hier noch tatsächlich die Kurve kriegen in diesem Fall. Die Kurve in anderen Bereichen hat man ja schon bekommen. Man ist halt auch noch ein bisschen in der Phase, wo man eben die Wrestler vorstellt. Und da kann man sowas schon mal machen. Ich wollte noch vielleicht ein paar Worte zu Sexy Star verlieren. Ich habe jetzt viele Kommentare auch gelesen, wo jetzt stand, dass sie nervt, dass sie unnötig ist. Und ich kann das auf der einen Seite ein bisschen verstehen, weil ihr Booking vielleicht manchen Leuten ein bisschen ungewohnt vorkommt oder halt sehr, sehr stark dann auch ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass sie mir durch unser Interview, was wir mit ihr geführt haben, und die Antworten, die sie da gegeben hat, schon sehr sympathisch geworden ist. Und ich finde, das, wofür sie eintritt, beziehungsweise also für die Frauen und für die Gleichberechtigung, ist irgendwie ein guter Punkt. Und ich finde das auch schön, dass Lucha Underground da die Plattform gibt, um das zu unterstützen. Das muss nicht immer in der wichtigsten Fehde sein, aber das ist, ich finde es gut und mir gefällt es. Und ich wollte nochmal sagen, dass es einfach eine gute Sache ist. Bei all der Kritik, die es dann gerne mal gibt. Ich finde ja tatsächlich auch, dass man diese ganze Diskussion über die Intergender-Managers und so ein bisschen relativieren muss. Ne? Wir leben in einer Zeit, wo jedem klar ist, dass Wrestling fake ist, soll heißen, die Tatsache, dass dieses Rumgejammer von wegen, dass es dann eben irgendwie die Illusion killt oder so. Im Wrestling mittlerweile ist es so, wird so viel von der Illusion generell gekillt. Es ist einfach nicht mehr die 80er Jahre. Selbst in den 90er Jahren war es schon, gerade Mitte der 90er Jahren war doch schon vieles so, dass man es nicht mehr ernst nehmen konnte. Wenn man jetzt ganz ehrlich nimmt, hat nicht der Undertaker sogar maßgeblich dazu beigetragen in den 90er Jahren, dass im Grunde das Business, das Käfig, gekillt wurde. Oder? Wenn man jetzt mal ganz catcheritz ist und auch die Fäden mit Kane und so weiter. Das ist vor meiner Zeit. Ja, na okay, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass du einiges davon gesehen hast, wenn es eine Ausschnitte sind. Aber dieser ganze Hokus-Pokus-Kram etc. pp. Hat genauso Käfig gekillt. Ja, also. Und niemand regt sich darüber auf. Also von daher muss man es, glaube ich, auch ein bisschen relativieren. Wie gesagt, wir leben im Jahr 2017 und das Ganze ist Wrestling, ist in dem Sinne darauf ausgelegt, dass alles ein bisschen übertrieben dargestellt wird und dass es seine eigenen Regeln hat. Und wenn die Regeln in dem Sinne eben sind, dass Frauen mit Männern mithalten können und wenn man sich das einfach mal verinnerlicht, sehe ich da jetzt auch nicht das allergrößte Problem.
Es ist nämlich auch nicht fair, wenn große, dicke Leute wie The Big Show auf Leute wie Rey Mysterio anprügeln. Das wäre genauso eine gleiche Sache. Da hat auch niemand gesagt, oh je, Rey Mysterio, der arme Zwerg oder so. Ich weiß nicht, das ist, gehörte zum Wrestling schon immer mit dazu. Und von daher. Ich finde es halt eine riesige Doppelmoral, das so zu sagen, dass man die Matches mit riesigen Männern und kleinen Männern völlig akzeptiert und sagt, dass eine Frau nicht gegen einen großen Mann kämpfen kann. Also es ist Wrestling, es ist gescriptet und wenn das eine Plattform ist, um dann auch irgendwie mal sowas zu mitzuteilen und zu vermitteln, die Werte, dass die Geschlechter gleich sind. Und warum soll man das nicht tun? Und warum sollte man das schlecht finden? Das ist die einzige Frage, die sich mir dann stellt. Ja, richtig. Ja, man muss es eben halt ein bisschen aus einer gewissen Sichtweise sehen. Ja, von daher, da hat man wahrscheinlich auch weniger Probleme damit. Aber machen wir weiter. Das Main-Event, der Main-Event der heutigen Folge. Big Rick gewann gegen Prinz Puma nach einem Uranage oder Uranage. Wie würdest du es aussprechen? Uranage, oder? Uranagi. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, ist ein Judo. Ja. Ah ja, dann wird es wahrscheinlich auch so ausgesprochen. Durch einen Tisch. Ja, während des Matches kam es zu Eingriffen von Cortez Castro und Cisco. Dann kam auch irgendwann Johnny Mundo noch raus, um Puma zu unterstützen. Der traf dann aber vor dem Finish aus Versehen Puma mit einem Stuhlschlag. Und ja, das war natürlich für Puma nicht so super. Das ist jetzt aber schön gesagt. Das war für Puma nicht so super. Ja, ich fand es erstmal ein durchaus nettes Hardcore-Match. Alles in allem sind die Matches eben halt die Hardcore-Matches bei Lucha Underground dann eben nochmal ein bisschen anders geführt, als man es vielleicht von WWE kennt. Vielleicht eher so richtig tatsächlich so, wie man das aus TNA kennt, eben halt doch mal ein bisschen härter und weniger PG, wenn man so möchte, so heißen. Der wird auch noch gesteigert hier durchaus, aber hier hat man es meiner Meinung nach schon ein bisschen gesehen, dass man da durchaus ein bisschen mehr auf die Kacke haut, als das bei WWE der Fall ist, aus bekannten Gründen. Big Rick, wie gesagt, von daher, man hat es hier irgendwie geschafft, seine Stärken im Grunde auszuspielen. Die sind nicht breit gefächert, um ehrlich zu sein, aber müssen sie hier auch nicht sein. Ne? Also im Grunde, Lucha Underground ist dafür gedacht, dass die Highflyer, von denen es und die Weltklasse Highflyer, von denen es hier nur gibt, den Big Man um die Ohren fliegen und für die Bumps nehmen. Und dann muss Big Rick auch nicht viel können. Das ist halt der große Vorteil an dem Ganzen. Deshalb sah der hier meiner Meinung nach auch besser aus als zumindest am Ende seines WWE-Runs bei SmackDown. Was aber auch tatsächlich jetzt nicht die allergrößte Kunst ist, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Die Storyline finde ich hier schon mal recht interessant. Wir fassen jetzt schon mal zusammen nach 5 Episoden. Und ich finde, hier merkt man einfach den Unterschied auch ein bisschen an WWE, dass man eben nach 5 Episoden tatsächlich hier wirklich was zusammenfassen kann. Und es macht alles furchtbar Sinn. Und es macht eigentlich in dem Sinne Lust auf mehr. Ich bin mir relativ sicher, die meisten, die das hier hören und die Shows geschaut haben, dem müsste man das jetzt nicht erzählen. Ich mache es aber jetzt trotzdem. Vielleicht gibt es welche, die das bisher nur nebenbei verfolgt haben. Also im Grunde war es so, der Main Event der ersten Ausgabe von Lucha Underground war Prinz Puma gegen Johnny Mundo, beides Babyfaces. Der eine, der aufstrebende Star und in dem Sinne, wenn man so ein bisschen die Vorsehung besagt, dass er der Star von Lucha Underground wird, weil er von den alten Azteken oder von einem Kriegerstamm der alten Azteken abstammt und jetzt von einem Veteranen entdeckt wurde und einen anderen Veteranen, wenn man so möchte, übergeben würde, der Prinz Puma unter die Fittiche genommen hat. Conan ist das. Während Conan eher so ein bisschen heelisch unterwegs ist, ist Prinz Puma durchaus ein Babyface, halt ein junger Kerl. In dem Sinne, der versucht, seine Berufung zu finden. Auf der anderen Seite Johnny Mundo, der Star, der schon überall über die Welt rumgekommen ist und nach einem Aufenthalt bei einer großen Liga unzufrieden war und sich eben im Grunde, wenn man so möchte, jetzt versucht neu zu finden, hatten das erste Match gegeneinander. Johnny Mundo hat das gewonnen, hat sich die Erfahrung durchgesetzt und Prinz Puma und Johnny Mundo schienen sich so ein bisschen anfreunden zu können, hatten dann im zweiten Match, in der zweiten Show auch ein Take-Team-Match. Conan hat aber immer wieder gewarnt, dass Prinz Puma sich nicht ablenken lassen soll
Und dass er eben gesagt, dass Prinz Puma eigentlich derjenige ist, der an der Spitze von Lucha Underground stehen wird, wenn er sich nicht beeinflussen lässt und sich auf seine Dinge konzentriert. Er hat davor gewarnt, dass er sich eben nicht einmischen soll in die Angelegenheiten von John Mundo, beziehungsweise in die Angelegenheiten von der Crew und Big Rick. Ja, und so wurde das eben halt fortgesetzt. Ne? Im Grunde ist es so eine Dreiecksfehde, oder wenn man so möchte, eigentlich ist es, wenn man so mit Prinz Puma und Johnny Mundo gegen Big Rick und die Crew, hier eben das erste größere Aufeinandertreffen der beiden, Big Rick und Prinz Puma. Und diesmal kam Johnny Mundo in dem Sinne raus und schien alles gut zu laufen, ne? Und diese aufkeimende Freundschaft war da. Aber dann kommt es eben zu diesem Missverständnis. Johnny Mundo schlägt mit dem Stuhl zu und trifft Prinz Puma. Und es scheint sich anzudeuten, dass ihr Conan ja vielleicht doch nicht ganz so Unrecht hatte. Und damit geht im Grunde die Show auf R. Also auf gut Deutsch, man hat von der ersten Ausgabe an eine Story aufgebaut und erzählt, die jetzt fortgesetzt wird und die bisher logisch erzählt ist, ne? Wo man tatsächlich auch ein bisschen tiefer gehen kann. Also es sind ja nicht alles Dinge, die man erzählt hat, sondern die man ja, sich zusammenstückeln kann aus den Segmenten, die man gesehen hat, und man wird einfach mit einem offenen Ende dagelassen. Ne? Und das ist im Grunde das, was Lucha Underground auch ausmacht. Das hast du sehr schön gesagt, und damit gehen wir am besten direkt in die nächste Episode rein. So sieht's aus. Ja, die nächste Episode, Episode 6, beginnt wieder mal mit einem Blick und einem Backstage-Video. Da sehen wir Dario Cueto und Big Rick. Big Rick hat wohl gerade einen Vertrag mit Lucha Underground unterschrieben und fordert auch direkt einen Bonuscheck. Cueto sagt ihm, ja, den kriegst du und du wirst wie ein Star behandelt. Dann sagt Cueto noch, dass mit Rick in dem Roster keiner mehr sicher sein wird und stellt nochmal heraus, dass er Gewalt als Form von Unterhaltung sehr wertschätzt. Ja, da hat Cueto wahre Worte gesagt, denn ich glaube, das ist auch die Richtung, die er vertritt in Lucha Underground. Das sagt er auch immer wieder. Das auch immer sehr unterhaltsame Art und Weise, wie sehr er Gewalt denn eigentlich liebt. Das ist eigentlich schon sehr krass, ne? Dass da jemand sich hinstellt und die ganze Zeit sagt, wie sehr er Gewalt liebt und dass die Leute total drauf steil gehen. Naja, man muss ja relativ sein. Was ist denn eigentlich im Grunde? Natürlich gibt's immer die Sachen, dass man jetzt sagt, bei Boxen oder bei Wrestling oder bei Actionfilmen oder bei MMA, immer die Sache, dass man sagt, das ist eine Kunstform oder das ist, eine Kunstform. Ist es ja auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite hat alles einen gemeinsamen Nenner und das ist die Gewalt. Da kannst du dich nicht auf den Kopf stellen. Ne? Also, auch wenn es hier nur die Darstellung in dem Sinne von Gewalt ist, jetzt keine echte Gewalt, wie vielleicht beim Boxen oder beim MMA. Aber ja, ich finde eben, Cueto ist im Grunde einer seiner Hauptlines, wenn man so möchte. Und er wird dann immer so grinst dabei und so, das ist schon sehr schön. Auch das wird irgendwann aufgelöst, warum das denn so ist. Aber allerdings erst, glaube ich, in der zweiten oder dritten Staffel, ne? Weiß ich gar nicht. Ja, genau. Aber dann müsste man Cueto ja eigentlich loben als ehrlichen Mensch, weil er es ja zugibt, dass er die Unterhaltungsform wegen der Gewalt liebt. Ja, natürlich. Warum machst du irgendwo in dem richtig, also ich glaube, Boyle Heights ist eines der schlechtesten oder gefährlichsten Viertel in Los Angeles. Also da ist tatsächlich nicht unbedingt so ein Touristenviertel. Ne? Da sollte man schon aufpassen, wo man abends langläuft. Also in Wahrheit. Auf gut Deutsch, warum machst du in Boyle Heights irgendwie einen Underground Fight Club auf? Sicherlich nicht nur, weil du reich werden willst. Sondern weil du wahrscheinlich dir daraus irgendwas ziehst, wenn sich Männer, Frauen, Minis und, da kommen wir dann gleich noch dazu, andere Performer sich die Hölle aus dem Leib prügeln. Das stimmt. Ja, ne? Dann wird aber von unserem Hobby-Sadisten weggeschaltet und wir kommen zu Son of Havoc und Evil-Lies, die im Ring stehen. Und Son of Havoc ist sauer. Wir haben es letzte Woche, also nicht letzte Woche, wir haben die Episode davor angesprochen, dass er erst gegen eine Frau und dann gegen einen, wie er es nennt, halben Mann verloren hat. Ja, und das gefällt ihm nicht. Er ist sichtlich angepisst und er will eine richtige Herausforderung, einen echten Gegner. Und ja, den bekommt er in Form von Pimpinella Escarlata. Pimpinella Escarlata ist ein Mann,
in einem Frauenkostüm, also ein Transvestit. Ja, ein oder im Lucha Libre Exotico genannt. Genau, ein Exotico. Ja, und dann bestreiten die beiden auch das erste Match des Abends. Pimpinella Escalata kann dann tatsächlich auch gewinnen, nach einem Einroller, dem ja Lucha Underground Finisher Nummer 1. Zumindest im Match mit Son of Havoc. Ja, das ist Son of Havocs Schwachstelle. Die Einroller überraschen, die überraschen ihn jedes Mal. Wie bei Dolph Ziggler die Ablenkung. Das stimmt jetzt, wenn du das sagst. Großartig. Das ist ja fast schon wie eine Storyline. Das ist ja großartig. Stimmt. Ja. Das ist seine Achillesferse. Er kann alles einstecken, aber Einroller, da ist ja, da wird er immer mit dem kalten Fuß erwischt. Verdammt, stimmt. Unglaublich. Ja, willst du was dazu sagen, oder? Ja, sag du erstmal, dann sage ich danach. Für den Lacher war es gut, sag ich mal so. muss man dazu sagen, Pimpinella ist halt, es ist irgendwie eine Kultfigur, wer es nicht kennt, wie gesagt, genau wie die Minis in Mexiko haben auch die Exoticos eine gewisse Tradition, ne? Also Männer, die sich als Frauen verkleiden und da angehen, gerade bei Triple H gibt es ein ganz paar und der Pimpinella ist dadurch einer der bekannteren, die auch in der Triple E Undercard eigentlich schon seit vielen Jahren vertreten ist, nennt's wie ihr wollt, also die, glaubt, möchte genannt werden. Und dementsprechend eben bei den vielen mexikanischen oder Latino-Fans durchaus bekannt gewesen. Passt natürlich in die Storyline, ne? Sonderfänger verliert gegen Frauen, gegen Minis, will jetzt nicht mehr gegen Frauen und Minis antreten und dreht sich jetzt gegen einen Transvestiten an. Passt natürlich ganz gut rein, ist lustig. Lässt Son of Havoc natürlich aussehen wie einen absoluten Vollidioten, muss man dazu sagen. Aber auch da, ich finde eben, das ist im Grunde der Punkt, diese ersten Folgen von Lucha Underground, ne, die sind manchmal so, es tut manchmal echt weh, also da muss man echt durch jetzt einfach mal, muss man sagen. Ich glaube, bis zu Aztec Warfare oder jetzt zu Spalten zu wollen, geht das noch so weiter. Also hast du immer wieder sowas drin. Ja, ich fand's aber gar nicht schlimm. Also ich find's lustig, ich musste tatsächlich sehr lachen, als ich es gesehen habe. Ja, weil es gut aufgebaut war tatsächlich. Ja. Das ist cartoonisch, wenn man so möchte, oder? Son of Hamburg erinnert mich so ein bisschen, wie hieß denn der Wolf, der Gegenspieler von Roadrunner? Ach, der Coyote, ne? Ja, genau. Also, ein bisschen so ist ja Son of Hamburg im Sinne. Im Grunde so, der möchte gerne so ein harter Straßengangster sein, ne? Und ist aber eigentlich zumindest bisher eine absolute Witzfigur. Ja, und das macht ja im Grunde der Reiz auch aus. Es hat trotzdem nur noch seinen gewissen Charme, obwohl natürlich Son of Havoc bisher eine Witzfigur ist. Ja, ist ganz knuffig, ne? Ja, wir haben leicht reden, wir wissen ja, wie gesagt, das wird sich alles noch irgendwie zum Guten wenden, von daher. Ja, und was ich dazu noch sagen wollte, ist, da habe ich auch, also, ne, das ist jetzt auch, gibt's auch zu Pimpinella Escalata wieder sehr negative Meinungen. Und auch hier, finde ich wieder, setzt Lucha Underground wirklich echt ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung, was man in Comedy verpackt, aber was trotzdem vollkommen okay ist, weil ich wusste es gar nicht, Transvestitismus ist als im ICD-10, das ist der Diagnose-Klassifikationskatalog für psychische Krankheiten, ist noch als psychische Krankheit gelistet. Ernsthaft jetzt? Und das kann ja, also, und das hat mich sehr schockiert. Und das ist derselbe Katalog oder das sind dieselben Kriterien, die auch damals vor weiß ich nicht wie vielen Jahren entschieden haben, dass Homosexualität eine Krankheit ist. Und da finde ich an der Stelle, wenn man dann da irgendwie sich, also dass die Leute eingesetzt werden, ist sehr gut und das ist ein Zeichen für Toleranz. Und wenn dann die Fans hingehen und sagen, dass das irgendwie, ja, was wollen wir denn mit dieser Freakshow und dass man einfach vielleicht auch mal so einen anderen Blickwinkel drauf wirft, dass das Leute sind, die kriegen eine psychische Krankheit diagnostiziert, obwohl das Menschen sind, die nachweislich ganz normal im Leben stehen, ganz normale Familien haben und das einfach, weiß ich nicht, als ihr Hobby oder ihr Fetisch, was auch immer, wie man es nennen möchte, das ist das. Und dass man dann da so negativ und abwertend drüber spricht, also man muss es nicht gut finden, man muss es nicht lustig finden, aber man kann es ja akzeptieren. Aber das ist ja auch der Punkt, Das ist generell bei all diesen auch Vorlieben oder, ne? Man muss das nicht gut finden, ne? Nee. Absolut nicht. Genauso wie man es auch nicht gut finden muss, wenn jemand stark gläubig ist. Darum geht's doch gar nicht.
Ich kann es verstehen, wenn wie jetzt jemand ankommen würde, ne, Transvestit und sagen würde, hey, probier's doch auch mal, zieh dir auch mal Frauenklamotten an, probier das mal, und dir das jeden Tag sagen würde. Wenn du da eine Abneigung hast und da irgendwie sagen würdest, das geht nicht, na klar geht das nicht. Das geht, ist genauso, wenn die am jeden Tag bei dir, keine Ahnung, die Zeugen Jehovas klingeln würden. Oder jemand mit der Scheria vor deiner Tür steht. Natürlich geht das nicht. Wenn die Leute dich aber dich in Ruhe lassen, was geht's dich an? Und was kümmert's dich? Genau. Und warum? Wenn es dich wirklich stören sollte, kann es dich doch nur jucken, nicht wenn du die irgendwie auf der Straße siehst oder irgendwo anders siehst, muss dich doch gar nicht, das ist genau wie der Punkt hier, keine Ahnung, was einige für Probleme haben, wenn sich irgendwie zwei Männer auf der Straße küssen oder so. Die küssen dich doch nicht. Ja. Und also was interessiert dich das? Also das ist auch, werde ich nie verstehen in meinem Leben. Nee, das macht auch keinen Sinn. Nee, nicht wirklich. Also, allein, dass man sich darüber Gedanken macht, das ist auch, also, warum sollte man sich darüber Gedanken machen, was zwei Männer, also, warum sollte man sich als Mann, der heterosexuell ist, sich darüber Gedanken machen, was zwei Männer, die es nicht sind, in ihrer Freizeit tun? Bro, da gibt's tatsächlich Theorien dafür. Ja, und, ja. Also, ich meine, wir wollen das jetzt nicht ausschweifen, aber, es hat was mit Unterdrückung zu tun. Ja, möglicherweise, ne? Ja, möglicherweise. Das kann ich so sagen. Nee, also ich finde es ist gut, dass Lucha Underground dafür auch mal irgendwie so ein Zeichen setzt, dass sie für Toleranz sind, weil das sollten eigentlich Sachen sein, die selbstverständlich sind. Ja, definitiv. Aber kommen wir wieder zurück zu Lucha Underground und der Sendung. Und dann geht's weiter mit Dario Cueto und Johnny Mundo im Backstage-Bereich. Mundo möchte die $100,000 haben, die Cueto ihm in der ersten Episode versprochen hat. Und Cueto sagt, dass Mundo erstmal gar nichts bekommt, wenn er jetzt ihn hier jetzt weiter bedroht. Daraufhin schnappt Mundo sich den Schlüssel von Cueto und der Schlüssel, der ist wichtig, da so viel sei gesagt, und den behält er dann als Absicherung. Ja, ich finde ja immer noch, dass Johnny Mundo hier eindeutig im Unrecht ist, oder? Ja, definitiv. Entschuldigung, ja, hat was vergessen, Entschuldigung. Weil, er hat ihm ja das Geld nicht versprochen. Nee, absolut nicht. Ich meine, Cueto ist ein mieser Drecksack, aber er hat im Grunde ja nur gesagt, dass er demjenigen das Geld gibt, der ihn am meisten beeindruckt. Er hat nicht gesagt, dass derjenige, der sein Match gewinnt. Davon war nie die Rede. Das heißt, so wirklich steht Johnny Mundo das Geld gar nicht zu. Moralisch nee, vielleicht, aber nicht bestenfalls moralisch vielleicht. Aber Erpressung ist dann auch nicht die Lösung, glaube ich, oder? Nee, das ist nicht die Lösung, Johnny. Das ist nicht die Lösung. Genau. Ja, waren wir schon zu Ende mit dem? Achso, nee, dann andere Segment. Ich war schon wieder ein Segment weiter, Entschuldigung. Ich sag das nächste Match an, kein Problem. Ja, Mil Muertes. Das können wir doch gewann gegen. Ja, dann erzähl ich noch ein bisschen was dazu. Also, Mil Muertes gewann gegen Famous B nach einem Flatliner. Und das war ein relativ kurzes Squash-Match. Das hat Mil Muertes dann auch ganz klar gewonnen. Und Famous B hatte nicht wirklich die Chance, um irgendwas entgegenzusetzen. Und was auch hier witzig ist, Famous B ist hier jetzt als Jobber und ist dann einer der Charaktere, der im späteren Verlauf von Lucha Underground nochmal auftauchen wird. Und das ist jetzt, dass man die ganzen Charaktere so früh eigentlich schon gesehen hat, ist etwas, was mir beim ersten Gucken gar nicht so richtig bewusst war, dass ich als Famous B dann sein Debüt mit Gimmick gemacht hat, irgendwann später, ich weiß nicht in welcher Staffel es war, da hatte ich den überhaupt nicht als Jobber für Mil Muertes in Erinnerung. Nee, Famous B war aber auch schon ein zweiter Auftritt von Famous B. In der zweiten Folge kam er nämlich raus, als Chavo hier Blue Demon attackiert hat mit dem Stuhl, kam Famous B und B-Boy, also B-Boy ist, ich glaube, Baal, der dann später zu The Crew noch dazu stößt, Spoiler, aber oh, egal, kein großer Spoiler, kamen die raus und wurden von Chavo umgenietet mit dem Stuhl. Was ich daran noch erinnern kann. Wenn nicht, ja, auch egal, war nicht so wichtig. Nee, aber da hast du recht, ja, das ist so passiert. Ganz genau. Ja, Famous B war eine Zeit lang, glaube 2011, 2012, 2010 auch, glaube regelmäßig bei PWG ist er dort in den Ring gestiegen, hat auch mal zwischenzeitlich kurz ein Team gebildet mit eben jedem, ich glaube bei einem, die vor war es, mit eben jedem B-Boy.
Ist einer der Wrestler, wie gesagt, die in der Westküste ihr Geld verdienen, im Großraum Los Angeles, die man eben hier gleich mit ins Boot geholt hat. Gibt es ein ganz paar davon, viele eben auch hier, Ricky Mandel, den wir schon gesehen haben, und so weiter, die da eben oft als Chopper eingesetzt werden. Später kommen dann noch welche dazu, die einen großen Push bekommen. Ja, war ein Squash-Match, das wird weiter aufgebaut als das große böse Monster und war okay, ne? Eine Minute, da kann man nicht viel falsch machen. Ja, und man hat die Stein-Thematik nochmal aufgegriffen, ne? Mit Katrinas Stein. Ja. Also man hat, was heißt, man hat es aufgegriffen, man hat quasi dieses Mysterium um den Stein nochmal ein bisschen, ja, angefeuert, dass man so, dass man sich fragt, was ist mit diesem Stein, sie hat ihn in der Hand. Die deutschen Kommentatoren hatten die Theorie, dass es ein Andenken an Mil Muertes nieder eingestürztes Haus ist und ja, der Stein scheint etwas mit diesem Stein auf sich zu haben. Ja, ganz offensichtlich. Nicht nur ein Taschentuch, also ein Schnuffeltuch hat es, glaube ich, irgendwie gehandelt. Nee, nicht nur. Aber das werden wir bestimmt noch erfahren. Bestimmt. Dumm, dumm, dumm. Cliffhanger. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ja, ja, mehr zu dem Match ist nicht passiert. Es kam wieder der Lick of Death von Katrina, den ich ziemlich cool finde, muss ich sagen. Also das hat irgendwas. Du möchtest eigentlich nur von Katrina abgeleckt werden. Nee. Sei doch wenigstens. Nee, das nicht. Okay. Aber ich finde, es ist eine coole Sache, dass man, also es wirkt irgendwie gut, dieses Zweiergespann aus Katrina. Ja, ich finde, der Act ist perfekt zusammengesetzt. Ich glaube, hatten wir schon in den ersten Folgen mal erzählt, darüber gesprochen. Der Act ist meiner Meinung nach absolut perfekt zusammengesetzt. Perfektes Zusammenspiel, perfekte Wahl der Rollen. Ja, perfekt halt. Ja, dann lassen wir perfekt so stehen. Ja. Ja, das nächste Match, vor dem nächsten Match wird nochmal kurz Drago beworben. Das können wir jetzt hier nicht so übergehen. Für mich eins der Highlights, meiner Meinung nach, mit vielleicht sogar der gestrigen beiden Ausgaben, dieses Video mit Drago. Weil man im Grunde erklärt hat, was denn Drago ist. Auf typische Lucha Underground Art und Weise. Also man hat Drago gesehen, wie er irgendwo in der Wüste oder sonst wo in irgendwelchen dunklen Spelunken Geeks verprügelt hat, auf Kung-Fu Art und Weise. Das ist immer ganz lustig, dass all die Wrestler, all die Lucha Libre Wrestler in diesen Kampfszenen, in diesen Szenen, nutzen sie immer irgendwie Kung-Fu und im Ring siehst du aber die Aktion nie. Das finde ich immer ganz, ganz amüsant. Auf jeden Fall hat er aber Geeks zerlegt und hat erzählt, dass die Drachen eins dazu da waren, die Menschen zu beschützen und sie mächtig waren, aber irgendwann kam also gut deutsches Mittelalter, wo die Drachen getötet wurden von den bösen Rittern und ausgerottet schienen, aber irgendwann kam eben halt jemand, halb Mensch, halb Drache, der zurückgekommen ist, um Beschützer zu sein, was eben dann Drago ist, ne? Und eben dann die obligatorische Frage, ob man sich vor dem Drachen fürchtet. Also ich finde, diese Videos so großartig. Ich glaube, die gab es auch mal auf dem L-Ray Network YouTube-Kanal. Leider hat man da viele gesperrt für Deutschland mittlerweile, was ziemlich bescheuert ist, meiner Meinung nach. Ich denke mal, das wird mit Tele5 zusammenhängen, ne? Die hat man aber schon vor Jahren gesperrt. Echt? Man hat die immer erst alle, man hat auch jede Woche den Main-Event veröffentlicht. Ja, ja. Irgendwann, ich glaube, zum Anfang der zweiten Staffel hat man die dann alle gesperrt. Aber man hat die so früh schon gesperrt? Ja. Ach so, also meine Erklärung war jetzt, dass man das natürlich nicht mehr jetzt alles zeigt im Internet, weil man es ja jetzt im Fernsehen zeigt. Ja, ja, okay, das verstehe ich bei den Matches, da will ich nichts sagen. Aber die Highlight-Videos, die man veröffentlicht hat nach jeder Show, ne, so 2 Minuten zusammengefasst, und vor allen Dingen aber diese Promo-Videos, also wo man gezeigt hat, die Wrestler vorgestellt, warum sollte ich sowas sperren? Nee, das macht keinen Sinn. Also, da hast du recht. Ja, fand ich irgendwie vollkommen bescheuert. Da gab es auf jeden Fall das Video, absolut, vielleicht gibt's das auch noch auf YouTube, bestimmt findet man das irgendwo. Absolut großartig. Ganz großes Kino. Ja, dann tut mir an der Stelle leid, dass ich das so leichtfertig übergehen wollte. Ja, eben. Das tue ich auch so ein bisschen. Ja. Ne? Ich sehe es ein. Gut. Ja, Johnny Mundo kommt wieder in den Ring und erklärt wieder, dass Cueto ihm die $100,000 schuldet. Aber das möchte Big Rick erstmal unterbinden, die Promo von Johnny Mundo. Er sagt, wenn Johnny Mundo nicht sofort wieder durch einen Tisch fliegen will, dann soll er jetzt einfach mal hier, ne, ein bisschen ruhig Blut.
Mundo springt daraus, daraufhin direkt natürlich raus, divet auf Rick drauf, schaltet ihn damit also quasi erstmal aus und dann kommt Conan dazu. Conan ist der Meinung, dass das Geld sowieso Puma zusteht und ja, das begründet er darin, dass Mundo in der Woche zuvor Puma mit einem Stuhl niedergestreckt hat. Big Rick greift Mundo an, Puma macht den Save, die Crew kommt raus und die Leute prügeln sich. Also Puma und Mundo prügeln sich dann tatsächlich auch sogar. Die werden getrennt, Rio Cueto kommt heraus und sagt, dass er Mundos Geld hat. Das sollte eigentlich erst Big Rick's muss sein, der hat aber wohl das Kleingedruckte in seinem Vertrag nicht gelesen und jetzt müssen sich erstmal alle dieses Geld verdienen, denn Johnny Mundo kriegt's auch. Cueto setzt daraufhin zur Begeisterung der Lucha Underground Fans ein Three-Way Ladder Match um das Geld an zwischen Johnny Mundo, Prince Puma und Big Rick. Ja, hast du ein Match vergessen, oder? Egal, ich wollte dich nicht unterbrechen. Oh, mach nicht, machen wir danach. Hoppala. Reihenfolge ist egal, macht nichts. Ja, im Grunde den Main Event oder den ersten, den nächsten großen Main Event aufgebaut, das nächste große Highlight. Und um ohne dies vorwegzunehmen, mit Abstand wohl das beste Match, was Big Rick jemals in seiner Wrestling-Karriere irgendwo abgeliefert hat. Mit großem Abstand. Ja, ich fand es im Grunde ganz gut dann gelöst. Ach gut, die Storyline erzählt. Ne? Alle haben im Grunde ihren Punkt, sich diese $100,000 zu verdienen. Ne? Big Rick, weil er das getan hat, was Dario Cueto wollte und weil Cueto ihm das Geld irgendwie auch zugesichert hat. Johnny Mundo, weil er den Main-Event gewonnen hat und Vince Puma, weil Colin das sagt und weil er ja durchaus auch bisher, zumindest im ersten Match, sehr, sehr spektakulär ausgesehen hat. Dementsprechend haben alle drei irgendwie einen Punkt. Und deshalb macht die Ansetzung Sinn. Deshalb macht ein Leiter-Match Sinn tatsächlich. Nicht, also man hat tatsächlich was, was man von der Leiter holt und es muss nicht immer ein Titel sein. Ja, und die Prügelei danach, ja, okay. Ne? Passt auch schon irgendwie. Ich fand das Segment alles in allem absolut gelungen. Auf jeden Fall. Und das, dass man wieder so gut die Storys zusammenführt, aufgreift und jetzt quasi in diesem Match den jetzt erstmal gipfeln lässt. Also beziehungsweise das ist ja jetzt das, worum es die ganze Zeit ging, dieses Geld. Und darin wird das Match ja dann enden. Und das ist doch eine schöne Sache, dass sowas zu Ende geführt wird. Ja, sollte man ja eigentlich, also eigentlich Mindestvoraussetzung, oder? Da hast du recht. Ja, das ist, ja, das war ja, also ich glaube, das wurde ja schon mal thematisiert, ne? Dass man nur, dass man jetzt, weil man so Schlechtes gewohnt ist, dass man total begeistert ist, wenn was ganz normal, so wie es sein sollte, gebuckt wird. Ne? Das stimmt allerdings natürlich. Dann sage ich an dieser Stelle, das war ganz normal gebuckt, trotzdem freut es mich aus irgendeinem Grund. Ja. Ja, dann das Match, was ich vergessen hatte. Ja, King Cuerno gewann gegen Drago nach dem Thrill of the Hunt und ja, 50-50 Booking, ne? Ja, richtig, letzte Woche war es noch andersherum. Ich verstehe nicht, tatsächlich ist es mir am Anfang gar nicht so aufgefallen, aber dieses Ding, dass Leute jetzt diese Bittieren immer verlieren müssen, das geht mir nicht in den Kopf. Also okay. Vor allem, wenn sie dann in der nächsten Woche wieder gewinnen. Das ist ja, übliches 50-50-Booking. Wie gesagt, das legt sich dann immer ein bisschen, weil für Drago führt das in eine gewisse Richtung, die dann durchaus Sinn macht. Für King Cuerno, ja, war es die erste Niederlage im ersten Match. Ja, das ist ein bisschen gewinnungsbedürftig, meiner Meinung nach, im zweiten Over zu bringen. Oder? Nee, hier hat er ja gewonnen. Nee, also letzte Woche war es sein erstes Match und da hat er gewonnen. Genau, verloren. Jetzt, ne? Ja, jetzt hat er gewonnen. Erste Niederlage im ersten Match, gewinnungsbedürftig. Und von jetzt an ist es ja eigentlich dann auch nicht mehr so, zumindest für ihn nicht mehr unbedingt ganz so 50-50-Punkte. Soweit ich mich erinnere. Das ist auch schon eine Weile her, aber von daher. Ja, das Match war okay. Reichte meiner Meinung nach nicht ganz so an die Matches in den Vorwochen heran. Ich glaube, die beiden hätten durchaus noch ein besseres Match sein können. Natürlich von den High-Flying-Moves, von der Athletik war es wieder großartig. Das kann man von den Protagonisten hier auch nicht anders erwarten, weil King Cuerno oder El Hijo del Fantasma ist auch ein absolutes Top-Talent. Also wenn man so möchte, immer ein bisschen unter dem Radar gewesen, weil eben außerhalb von Mexiko CML jetzt nicht so die ganz große Nummer ist. Zumindest ist es nicht hierzulande in Europa. Aber ein absolutes Top-Talent und ja, war ein gutes Match. Jetzt kein Must-See-Match, aber auf alle Fälle gut.
Und was ich immer in den Drago-Matches so super finde, sind diese diese Pin, diese Einroller-Versuche von Drago. Mhm. Weil das sind keine, das sind keine billigen Einroller. Der verheddert den Gegner in sich da irgendwie, ich kann es nicht beschreiben. Also der rollt sich 100-mal hin und her und hat den Gegner in einer unmöglichen Position, wo er dann einen Pin ansetzt und da, also das ist, ich find's genial. So kann man auch ein Match glaubhaft via Einroller verkaufen. Auf alle Fälle, ja. Definitiv. Ja, das, und Drago ist ja auch, also der ist ja auch schon echt alt und dass der immer noch so abreißt, finde ich, kann man auch gern jetzt immer noch mal wieder, immer wieder herausheben. Ich bin begeistert. Das stimmt. Also hätte man nie vermutet. Also ich hätte es nie geglaubt, aber meine Gut, unter der Maske sieht man es auch einfach nicht. Aber ich hätte gedacht, dass der ja auch maximal, keine Ahnung, irgendwie Anfang 30 ist und sowas. Ja. Das hätte ich auch gedacht. Okay, dann kommen wir zum Main Event. Und das war ein Mixed Team Match, wobei es so super mixed auch nicht war. Phoenix und Sexy Star gewannen gegen Chavo Guerrero und Pentagon Jr. Via Pin an Pentagon Jr. durch Phoenix nach einem Double Knee Drop vom obersten Seil. Und das Match war meiner Meinung nach richtig, richtig stark. Man hat die Chemie der beiden Brüder, Phoenix und Pentagon, wieder gesehen. Das ist, also, die funktionieren blind. Ich finde aber auch, dass Sexy Star richtig gut mithalten konnte. Also man hat sie echt in schönen Spots eingebracht. Und ja, Chavo Guerrero ist ein bisschen abgefallen, aber auch der war nicht schlecht, aber sah natürlich neben den anderen nicht super überragend aus. Ja. Also ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, ob hier wie Sexy Star oder tatsächlich Chavo der Weak Link in dem Match war. Aber also ist schwer. Man könnte schon tatsächlich sagen, Chavo. Ja. Sexy Star sah bei ihrem Compact und so nicht schlecht aus. Muss man tatsächlich sagen. Ich glaube, Sexy Star harmoniert einfach besser mit Phoenix und Pentagon zusammen, weil ich meine, also sie hatte in Mexiko ja auch ein Tag Team mit Pentagon gebildet für eine lange Zeit. Und auch Titel, Titel gehalten mit ihm. Mixed Tag Team Champions. War das Sexy Star? War das nicht, War es nicht Sexy Star? War das nicht, Ibelis? Nee. Ibelis? Quatsch. Ach. War das Sexy Star? Warte mal. Es kann schon sein. Also, ich bin da auch nicht ganz so drin. Deshalb gucken wir jetzt mal nach. World Mixed Tag Team Championship. Ja, mit Pentagon Jr., du bist gut. Verdammt, bist du gut. Tatsächlich auch um diesen Zeitraum. Von April 2014 bis Februar 2016. Ja, und dann ist ja klar, dass die beiden dann auch tatsächlich eine gute Chemie haben, wenn die über Länge und Zeitraum Tag Team bilden. Und ich finde, das merkt man auch so ein bisschen, dass die da, dass sie ja gut zusammenarbeiten. Und ich finde es witzig, dass sie jetzt auf verschiedenen Seiten stehen, während sie eigentlich ein Tag Team waren. Und das sind immer so Dinge am Rand, die ich dann aber auch irgendwie mal ganz, ganz nett finde, sowas einfach zu wissen. Ne? Ja, finde ich auch, tatsächlich. In den Shows merkt man sie absolut nicht, ne? Nee, null. Sieht man's, aber wenn man's weiß, erklärt sie ihm halt auch einiges. War ein guter Main Event, wie ich finde. Hatte auch eine gute Länge diesmal. War ja knapp 10 Minuten oder so, glaub. Die Fehde, so ganz kickt sie mich immer noch nicht. Aber man hat es im Grunde aufgebaut, Sexy Star und Chavo-Fäden, Pentagon Jr. und Phoenix hat man damit reingesteckt. In letzte Woche hat man das Tag Team Match aufgebaut und dementsprechend muss man jetzt natürlich auch irgendwie abliefern. Und von daher ist es ein bisschen schwierig, da jetzt sich zu beschweren, weil im Grunde ist das natürlich klassisches Woche für Woche oder früher vielleicht Monat für Monat Booking. Von daher macht das alles schon Sinn und ich hatte jetzt damit das auch nicht das allergrößte Problem. Ich fand das schon okay, so wie es war. Ja, ich bin auch zufrieden mit dem Main Event. Der hat mir echt gut gefallen und auch der Aufbau von der Story. Der ist vollkommen in Ordnung, dass man da jetzt so ein Tag-Team-Match gemacht hat. Das war ja auch in der letzten Woche, darauf wurde ja hingearbeitet. Und ja, war ein nettes bis ziemlich gutes Match. Waren einige richtig schöne Spots drin. Und ja, was wollen wir als Fazit sagen? Weil, wie sind die beiden Ausgaben? Wie wollen wir die qualitativ einordnen? Ich fand beide Ausgaben okay. Ich fand die zwei Shows in der Vorwoche ein bisschen stärker. Aber ich auch, sagen wir so, in der Mitte, zwischen den drei, sechs Shows, die wir jetzt gesehen haben, die ersten beiden fand ich schwächer als die gestern.
oder die in dieser Woche. Dafür fand ich Ausgaben 3 und 4 ein bisschen besser. Aber alles auf einem guten Niveau, noch nicht auf einem herausragenden. Man sieht erste Anzeichen dafür, was Lucha Underground gut macht, sowohl Storytelling als auch Charakterentwicklung. Aber man ist bis zum jetzigen Zeitpunkt, wer das bis jetzt geguckt hat und gesagt hat, so ganz kickt's mich noch, oder was heißt so ganz kickt's mich, kann ich nicht sagen, aber zu sagen, ja, ihr übertreibt doch alle, so geil ist es auch wieder nicht, kann ich durchaus den Punkt noch sehen. Also ja. Es ist halt unfair, weil wir halt dann doch ein bisschen voraus sind, dementsprechend. Wie gesagt, wir sprechen uns dann einfach am Ende der ersten Staffel wieder, also tatsächlich beim Staffelfinale, und dann gucken wir rückblickend mal, ob es denn gehalten hat, was es versprochen hat. Das ist eine sehr gute Idee. Und ich glaube auch, dass ich, als ich Lucha Underground das erste Mal geguckt habe, diese ersten Folgen gar nicht gesehen habe, dass ich irgendwo mittendrin eingestiegen bin, wo es schon wesentlich besser war. Und das im Nachhinein erst von Anfang an geguckt habe. Deshalb habe ich das auch nicht so super, also deshalb habe ich den Anfang besser in Erinnerung, als er war. Ja, man kommt durch den Anfang wirklich leichter raus, wenn man weiß, wo man es hinführt. Auf jeden Fall. Also muss man gar nicht. Wer weiß, ob ich dran geblieben wäre, hätte ich es, wenn ich es jetzt irgendwie damals. Naja, okay, ich bin ja damals dran geblieben, das ist halt relativ dumm zu erklären. Aber ich kann es verstehen, wenn da nicht jeder dran geblieben ist. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Weil es hatte viel Schönes, die Umsetzung ist generell was anderes, die Szeniatik ist was anderes, also die Darstellung der gesamten Show ist eben halt nicht unbedingt auf so einer typischen Wrestling-Show ausgelegt, die Charaktere werden gut erzählt, die Videos sind gut, aber du hast eben halt auch Charaktere mit dabei, auf die sich hier fokussiert wird, die eher, ich finde, es zieht es auch ein bisschen runter, du hast halt Leute wie Big Rick und Chavo Guerrero, die bei WWE zur letzten Scheiß waren. Und es ist immer einfach ein bisschen komisch, wenn die dann im Fokus bei anderen Shows stehen. Das ist auch eine Sache, die bei TNA immer gekrankt hat. Ne? Weil selbst wenn du den Leuten anderen Namen geben, ist es immer noch Ezekiel Jackson. Und der war immer noch zuletzt nicht unbedingt super talentierter Undercarder. Und es wirkt dann einfach ein bisschen befremdlich, wenn die Leute auf einmal in Main-Event-Positionen stehen. Bei Johnny Mundo ist ja was anderes. Ne? Der war auch, der hatte bei WWE in den letzten Jahren, wo er dort war, immer eine gute Rolle. Also ganz andere Voraussetzung. Aber ja, wie gesagt, deshalb muss man hier erstmal die Leute aufbauen und du hast eben halt auch tatsächlich viele Neulinge, die natürlich erstmal eingeführt werden sollen. Da hat man meiner Meinung nach zumindest ganz am Anfang nicht immer so einen ganz überragenden Job gemacht, wie ich finde. Nee, nicht immer. Aber es ist ja grundsätzlich wie bei jeder Serie oder bei vielen Serien so, dass die erste Staffel im Vergleich zu den folgenden Staffeln nicht immer die beste ist. Also es gibt Serien, wo das so ist, aber es gibt auch viele Serien, wo es sich einfach lohnt, bis zur zweiten Staffel dran zu bleiben und wo man dann wo das dann die Früchte trägt. Also du, gerade bei Serien, die lange laufen, ne? Wenn du dir die ersten Folgen anguckst und die anguckst, wie die Charaktere sind, wie die Schauspieler sind, wirst du immer Unterschiede erkennen. Bei jeder Serie ist es so, dass bei den ersten Folgen, dass es da noch gar nicht wirklich, weder die Schauspieler haben irgendwie wirklich ausgereift, wie sie ihre Rolle anlegen, ne? Also die wachsen auch da rein, aber auch die ganze Erzählweise, die Art und Weise, wie man Geschichten schreibt und so, sowas entwickelt sich im Laufe einer Serie, zumindest in einer Serie, nicht unbedingt, ja eigentlich jeder Serie, egal ob das jetzt Staffeln sind oder wie hier eine Serie, die jede Woche ausgestrahlt wird, sind ja auch Staffeln, klar, aber ich meine jetzt eine Serie, die durchgängig jede Woche ausgestrahlt wird, wie Impact oder Raw, SmackDown, dass sich das alles einfach im Laufe der Zeit erst einspielt. Das siehst du bei jeder Serie. Wenn du lange dran bleibst, dann wächst du ja mit dieser Serie. Ne? Dann fällt dir das nicht mehr auf. Aber schau mal eine Serie lange, egal was es ist, und dann schau dir mal die ersten Folgen an. Bei den meisten findest du einen krassen Unterschied darauf, auch wie die Schauspieler agieren. Definitiv. Das ist auf jeden Fall so. Außer bei Dario Cueto, der ist von Anfang an genial. Das ist definitiv richtig. Aber das ist im Grunde seine Rolle. Aber wie man im Grunde die Storylines und so weiter entwickelt und die Leute vorstellt und so, man muss eben halt erstmal reinkommen. Und natürlich musst du erstmal die Charaktere vorstellen. Das ist vielleicht bei einer Wrestling-Show auch ein bisschen schwieriger als bei irgendeiner TV-Serie. Das stimmt. Aber ja. Weil du auch mehr Leute hast, die du vorstellst, um dazu sagen. Definitiv.
Dann nehmen wir das doch kurz als Überleitung mit Serien und Staffeln, um kurz drei Fragen zu beantworten, die uns... Die drei Fragezeichen zu beantworten. Die also darauf habe ich jetzt um sie gewartet. um uns drei Fragen vorzunehmen, die uns der Board-User Rigel, ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, gestellt Rigel. Hat. Rigel? Mhm. Ach, du weißt das. Ja, warte. Gott, wie hieß diese Science-Fiction-Serie? Ach. Erzähl mal weiter. Ich erzähl's dir gleich. Ich glaube, Farscape. Mach mal weiter. Ich okay, mal also die Fragen sind, wie viele Staffeln hat Lucha Underground eigentlich? Wie viele Folgen hat so eine Staffel? Und hat Tele 5 all diese Staffeln schon käuflich erworben? Also bisher, im Moment ist man bei der dritten Staffel. Wie viele Folgen das hat, das ist leider nicht wie bei einer, was heißt leider, es ist nicht wie bei einer normalen TV-Serie. Dementsprechend ist es nicht immer gleich. Also die erste Folge, da müsste ich jetzt tatsächlich, die erste Staffel, da müsste ich jetzt tatsächlich mal gucken. Rigel übrigens, zur Erklärung, war so ein kleines außerirdisches Wesen aus der Science-Fiction-Serie Farscape. Von wann ist die? 90er, frühe Nuller. Warte mal, hast du vielleicht auch schon mal gesehen? Wurde auch oft, durchaus oft wiederholt. Das Viech hast du bestimmt schon mal gesehen, kann ich mir vorstellen, wenn du irgendwann mal rumgesetzt bist. Wobei, du bist halt auch noch jung. Da weiß man das nicht ganz so genau. Aber oh doch, es kommt aber so ein bisschen. Also, ach, hast du schon selbst gegoogelt? Gott, ich google auch schon gerade. Wo waren wir denn jetzt? Ach so, die Fragen Lucha Underground. ich gucke jetzt gerade, jetzt ist das natürlich hier auch alles durcheinander, aber es ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, in der ersten Staffel waren es irgendwie ein paar 30 Folgen. Es müsste sehr gut hinkommen. Okay, dann waren es glaube ich ein paar 30 Folgen. Ist immer halt jetzt auch ein bisschen schon weiß nicht her. In der zweiten Staffel waren es dann ein paar mehr. Da waren es. Die Nummerierung ist jetzt so zum Kotzen. Finde ich, weil die bösen Board-User das alles irgendwie im Nachhinein noch geguckt haben und jetzt ist das alles durcheinander. In der zweiten Staffel waren es ein bisschen mehr, glaub. Da waren es, wenn ich nicht irre, um die 40. Dann hattest du noch Ultima Lucha obendrauf. Ich glaube, drei Folgen. Und jetzt die dritte Staffel ist noch länger. So, da ist, jetzt da 40 ist man, Folgen, ne? Nee, ich glaube nicht mehr, tatsächlich. Noch? Okay. Man ist insgesamt jetzt bei 100. Man hat über 100 aufgezeichnet. Ja, das kommt hier hin. Das kommt hier hin. 30, 70, ja, naja, könnte hinkommen. Also die ersten beiden haben, glaube ich, zusammen, habe ich jetzt eben gesehen, 64. Aber ich blicke mir auch ein, hatte die erste nicht plus paar 20, aber dann haut doch unsere Nummerierung nicht hin. Hm. Oder haben wir das dann irgendwie anders erst angefangen, anders zu nennen, also mit Staffeln zu benennen, als das richtig losging? Also aufgezeichnet hat man bisher circa ein bisschen mehr als 100 Folgen. Die dritte Staffel hat man zwei geteilt, weil man eben, eigentlich sollten es wesentlich weniger Folgen sein, aber man hat sich dann darauf geeinigt, dass es besser ist, um die Serien an Netflix und so weiter und Co. zu verkaufen, wenn man 100 Folgen hat. Das ist immer so ein bisschen wohl eine Standardzahl, die man bei Fernsehserien so hat, wo man sagt, okay, ab 100 Folgen kann man das gut verkaufen. Ich habe jetzt nochmal geguckt, mit Ultima Lucha ist die erste Staffel 39 Folgen. Also mit Ultima Lucha ist im Grunde wie die Staffelfinale, wenn man so möchte. 39 Folgen, die zweite Staffel hat mit Ultima Lucha weniger tatsächlich. Ich dachte, es sind mehr. Hätte schwören können, es sind mehr, aber waren es wohl 26 Folgen. Und bei der dritten Staffel, wie gesagt, da ist man jetzt bei Folge, ich glaube, 20? Also ich glaube, also ich glaube gelesen zu haben, dass es insgesamt 40 gibt. Man hatte 20 bis zum Staffel-Break und jetzt der zweite Teil hat wieder 20. Ja, also insgesamt hat man 100 oder 101 oder so oder sogar noch mehr. Das weiß ich noch, dass man mehr als 100 aufgezeichnet hat. 104 oder so. Ja, irgendwie genau. In die Richtung. Weil man war eigentlich gar nicht geplant, es sollten weniger Folgen sein, aber man wollte unbedingt die 100 knacken. Beginnt jetzt übernächste Woche, glaube ich. Jetzt weiter in den USA auf dem L-Ray Network. Muss dazu sagen, man hat das schon verkauft einigermaßen. Also auf L-Ray Network ist halt ein Sender von Robert Rodriguez, der das auch mit produziert hat und einen Auftrag gegeben hat, weil er auch Wrestling-Fan ist oder Lucha-Fan ist und sowas auf seinen Sender haben wollte.
LA Network richtet sich an lateinamerikanisches Publikum in den USA, ist aber kein relativ junger Sender noch und noch nicht so groß, hat dementsprechend auch deutlich mit den Quoten zu kämpfen, die nicht allzu gut sind. Eigentlich wollte man das noch an einen der großen spanischsprachigen Sender in den USA verkaufen. Die erste Staffel lief auch auf Unimas, das ist ein relativ großer Sender, hatte dort auch ein paar hunderttausend Einschaltquoten. Die haben es aber nach der ersten Staffel eingestellt. Auf den großen mexikanischen Sender ist man bisher nicht gelandet, obwohl es immer wieder heißt, man führt Verhandlungen. Im Grunde ist das immer so ein bisschen der Key darüber, ob Lucha Underground, in dem man länger existieren wird, weil natürlich dieser große mexikanische Sender, der hätte dann genügend Geld, um das fortzuführen, würde genügend Geld zahlen. Wenn es dort ein Erfolg wird in Mexiko, kann man sich das Ganze finanzieren, womit man jetzt im Moment noch Probleme hat, weil die Show, eine Show oder ein einmal Tapings kostet ca. $500,000, ich glaube 500 bis 700.000, was in dem Sinne ungefähr einer Raw, Monday Night Raw oder SmackDown-Ausgabe entspricht. Das heißt, man pulvert dort ordentlich Geld rein. Musste ich gestern gut lachen, da hat ein WWE-Fan, ein Hardcore-WWE-Fan gemeint, dass er sich das nicht angucken kann, weil die Kameraführung so schlecht ist. Da sitzen Hollywood-Leute. Also nicht irgendwie möchte gern Hollywood-Leute, sondern echte Hollywood-Leute. Und die pulvern 500.000 in diese Show und dann wird die Kameraführung nicht genau so gewollt sein. Zwinker, zwinker. Ohne Worte, ja. Glaub. Ne? Wo haben wir stehen geblieben? Genau, und dann hat man es verkauft an iTunes. So heißen in den USA gibt es die Shows bei iTunes, kann man die ganzen Staffeln runterladen gegen Geld. Dann hat man jetzt einen Netflix-Niederland gezogen, dass die ersten beiden Staffeln jetzt erstmal in den USA und Kanada auf Netflix gelandet sind. Deutschland eben erst TNT-Serie, jetzt auf Tele5, ich glaube noch an einigen anderen Ländern, ich weiß gar nicht, Neuseeland oder so, konnte man es schon verkaufen. Also man ist dabei, das ein bisschen größer zu machen. Eigentlich der Key war immer, in Mexiko groß rauszukommen, das an Netflix in dem Sinne zu verkaufen, als eben Fernsehserie, dann Merchandise zu bringen, vielleicht sogar Kinofilme zu machen mit den Charakteren. Auch das ist eine Idee. Funktioniert natürlich erst, wenn es wirklich ein breites Publikum auf der ganzen Welt in dem Sinne erreicht. Und eigentlich auch Hausshows zu veranstalten, also wirklich daraus eine Wrestling-Promotion zu machen. Daran scheitert es bisher ein bisschen. Man hatte ein paar Shows schon gemacht, muss man aber dazu, die waren ordentlich besucht, waren immer so 600, 700 Zuschauer, aber es war immer voll, nicht ausverkauft, weil für die Shows hatte man im Grunde einfach keinen Eintritt genommen. Die waren immer im Rahmen eines Festivals oder irgendwas dergleichen. Soll heißen, die Leute, die bei diesem Festival waren, konnten dann zu den Shows gehen. Die waren auch immer gut besucht. Darüber hinaus konnte man aber bisher, hat man noch nie eigene Shows veranstaltet. War eigentlich das Ziel. Und im Moment ist es auch einfach ein bisschen unklar, wie es weitergeht. Weil dadurch, dass allein in der ersten Staffel sehr, sehr, sehr viel Geld verloren wurde, ich glaube 20 Millionen oder so hat man dort mal eben rausgepulvert, und es nur schwierig ist, das Geld wieder reinzuholen, weil für Wrestling-Shows gibt es relativ wenig Geld von den Werbepartnern. Erst recht, wenn du wie LA Network bei der Show nur, ich weiß gar nicht, wie es immer war, aber irgendwie um die 100.000 Zuschauer oder 150.000 Zuschauer hast, ist das relativ wenig und deshalb ist es gar nicht so klar, wie das weitergehen wird. Eigentlich war es auf länger angedacht, definitiv, weil die Wrestler, Prinz Puma und Co., Prinz Puma weiß ich nicht genau, aber viele der anderen Wrestler haben Verträge über 7 Staffeln unterschrieben. Und jetzt ist man, wie gesagt, bei Staffel 3, wo man das ein bisschen relativieren muss, weil Staffel 3 ja schon länger geplant ist oder länger geworden ist, eigentlich geplant. Also die Zukunft ist offen, das heißt, irgendwann Ende dieses Jahres soll die vierte Staffel aufgezeichnet werden oder die Tapings für die vierte Staffel beginnen. Die würden dann ab dem Frühling des kommenden Jahres wahrscheinlich starten. Und jetzt über den Sommer hinweg ist erstmal die zweite Hälfte von Staffel 3, die bereits vor einem Jahr aufgezeichnet wurde, erstmal dran. Ja, dann haben wir das, glaube ich, soweit beantwortet. Beziehungsweise die andere Frage war noch, ob Tele5 alles erworben hat. Ich denke, das weiß man nicht. Also auf Tele-Serie läuft jetzt erstmal die zweite Staffel. Und da gehe ich mal stark davon aus, wenn die dort gelaufen ist, wird man auch auf Tele5 die zweite Staffel ausstrahlen. Ich glaube, hier kommt es auch einfach ein bisschen drauf an, wie sehr Tele5 mit den Quoten zufrieden ist. Ne? Also Tele5 schaut zwar nicht ganz so da drauf, aber letztendlich, die können sich jetzt auch nicht leisten, dort jede Woche eine Show zu einer relativ ordentlichen Uhrzeit mit 50.000 Zuschauern zu bringen. Das wird dann doch ein bisschen entscheidend sein, wie das auf Tele5 läuft. Bisher ist es solide gestartet, sagen wir mal so, auch nicht überragend, aber solide. Und ich glaube, diese Woche wird ganz entscheidend, weil es jetzt ja doch schon mal über eine halbe Stunde eher kam. Und du kannst ja vielleicht noch was dazu sagen, in Bezug auf das Interview und deinen Abstecher
zu Samstag. Ich glaube, der gute Günther hat dir ja schon ein bisschen was verraten. Von dem ja, dann reden wir mal über Samstag. Wir waren, beziehungsweise Wrestling Infos hatte das Angebot bekommen von Tele5, die WXW-Show, oh Gott, Superstars of Wrestling zu besuchen. Jetzt wird der Name gerade scheinbar. Das ist ja, okay. Geht mir öfter so. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt irgendwie aus der Affäre gezogen. Jedenfalls hatten wir das Angebot bekommen, die zu besuchen, die Show. Und ich und, beziehungsweise Julian, der JE26-2601, der Julian und ich waren da und haben uns die Show als Gäste von Tele5 angeguckt. Und bei der Show zu Gast waren viele Lucha Underground Stars, also da waren Angelico, Drago, Pentagon, Phoenix und Vampiro. Ja, und sind im Rahmen der WXW-Show aufgetreten. Angelico konnte sich am Ende des Tages sogar noch den Shotgun Championship sichern. Und das war, ja, also ich würde sagen, es war eine ziemlich gute Show mit einigen Highlights, mit einigen Sachen, die normal waren, nicht so super spannend, aber alles in allem eine super Show. Wir saßen auf der Tele5-Tribüne mit den Tele5-Leuten und anderen Gästen von Tele5 und ja, wurden becatert, also durften essen, trinken und die Show genießen. Und im Anschluss zur Show waren wir im Raum, den Tele5 dann für diesen Abend hatte, und da waren dann alle Offiziellen und auch unter anderem Günther Zapf. Und den haben wir uns dann für ein paar Fragen geschnappt. Das Interview haben wir schon veröffentlicht. Und ja, mit dem haben wir dann auch ein bisschen über die Zukunft von Lucha Underground geredet. Und er hat uns mitgeteilt, dass definitiv angeplant ist, auf 22 Uhr zu kommen als Sendezeit. Früher geht nicht aus FSK-Gründen, aber dass man die 22 Uhr im Blick hat und dass man da auch guter Dinge ist. Und, das schließe ich jetzt einfach mal daraus, er hat gesagt, man möchte es schaffen, zu der amerikanischen Ausstrahlung von Lucha Underground irgendwann aufzuschließen. Das heißt für mich, dass auch geplant ist, in Deutschland alle 3 Staffeln auszustrahlen und dass die dann höchstwahrscheinlich auch schon gekauft sein werden. Da muss man aber mal abwarten, weil das war für mich ein bisschen, oder, missverständlich. Er hat ja, glaube ich, gesagt zu dir, dass man mit bis zur Fortführung der 3. Staffel aufschließen möchte. Das geht eigentlich nur auf TNT-Serie. Da müsste man aber jetzt ordentlich zu lang. Ich weiß gar nicht, wo man da jetzt im Moment ist. Ja. Ja, also wir hatten dann noch so mal, also ich hatte dann noch so quasi die Idee gehabt, dass das als, dass dann einige Marathons vielleicht laufen könnten. Ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß auch nicht, ob er da jetzt genaues zu wusste, wie ernst diese Aussage dazu war, aber ich habe darauf auf jeden Fall jetzt daraus geschlossen, dass man bei Tele5 das Projekt Lucha Underground auf jeden Fall ernst nimmt und da auch großes, also längerfristig was mit vorhat. Das merkt man meiner Meinung nach auch. Also das wird schon durchaus stark gepusht. Ne? Zusammen mit Schlewatz und natürlich Kalkofe ist es mit eins der Sachen, die man im Moment am meisten mit bewirbt. Von daher, man gibt dem Ganzen eine Chance. Meiner Meinung nach bewirbt man sogar mehr, ein bisschen mehr als WWE. Habe ich so das Gefühl zuletzt. Man könnte also meinen, da will irgendjemand was beweisen, vielleicht zu sagen. Man versucht es auf jeden Fall. Man setzt vieles auf dieses Pferd. Man ist darum bemüht, auch tatsächlich diese Nische zu entdecken. Ne? Also diese Nische Wrestling-Fans, nicht unbedingt diese Nische WWE-Fans, sondern diese Nische Wrestling-Fans für sich zu entdecken. Ist für mich so ein bisschen der Teil mit Superstars of Wrestling. Leidet halt ein bisschen darunter, dass die Shows 3 Jahre alt sind, dass viele Wrestling-Fans so sehr gewohnt sind, sich die Shows im Internet anzuschauen. Ne, das ist ja nun mal aufgrund dessen, dass es in Deutschland eben nicht live läuft, generell Wrestling-Shows, und dass man vieles on demand schauen kann bei Independent Promotions. Auch illegale Streams und so weiter und so fort, ist man so affin als Wrestling-Fan, dass man
kaum 3 Jahre wartet. Und ich glaube, daran leidet es ein bisschen. Wenn das eine Erstausstrahlung wäre, wenn vorher dieser gewisse Hype da gewesen hätte und du hättest nie irgendwo die Chance gehabt, das zu sehen, würde das auch alles ein bisschen leichter laufen. Und so ist es halt der Punkt. Liest man ja auch oft, ne? Habe ich schon gesehen, Staffeln alle schon gesehen vor ein paar Jahren und ich warte, bis man irgendwie mit der zweiten Staffel ran ist. Das ist so ein bisschen das Problem, was man hat. Aber ich glaube, man setzt wirklich alles drauf und ich bin wirklich guter Dinge. Und ich hoffe einfach, dass es die Quoten auch rechtfertigen. Also ich bin wirklich diese Woche gespannt, wie die ausfallen werden. Letzte Woche zur Erklärung, also in der ersten Woche waren es, wie gesagt, allererste Folge 110.000, von 23 bis 0 Uhr, von 0 Uhr bis 1 Uhr die zweite Folge dann 80.000. Letzte Woche war es im Grunde dasselbe, ne? Folge 3 wieder 110.000, dann wieder 80.000. Diese Woche läuft es ein bisschen eher, ne? Eine halbe Stunde, das kann schon was ausmachen, gerade für die zweite Stunde. Ja, also wenn es so weitergeht, ist es solide. Die Erfahrung zeigt eben immer, dass es eigentlich immer ein bisschen weniger wird statt mehr. Von daher muss man jetzt mal abwarten. Das muss man abwarten. Und ich kann auch nicht sagen... Achso, wolltest du was sagen? Eine Sache hänge ich noch mit an. Ja, klar. Wenn man sagt jetzt Lucha Underground, Montag von 23 Uhr bis 0 Uhr 110.000 Zuschauer. Als Vergleich, ProSieben Max mit Raw hatte am Mittwoch von 22 Uhr bis 23 Uhr 170.000. Also das hat, WWE hat ordentlich verloren auf ProSieben Max, was glaube auch an dem Sender liegt. Also ich habe letzte Woche schon gescherzt, ich warte auf den Tag, wenn Lucha Underground irgendwann mal in Deutschland WWE toppt. Ich weiß nicht, ob es so weit kommen wird, aber da habe ich letzte Woche wirklich nicht schlecht gestaunt. Das war's. Jetzt your turn. Achso, ja. Ja, das ist aber definitiv sehr überraschend und auf jeden Fall ist es nicht groß, der Unterschied von 110 zu 170. Also da gibt's größere Lücken. Ja, vor allem, wenn man auch den Unterschied sieht, finde ich. Weil hier ist einfach der Punkt, hier ist eine Stunde in der Woche ist eine Stunde ein großer Unterschied. Ob was tatsächlich 23 Uhr startet oder 22 Uhr startet. Ja, ja. Ja, das ist definitiv wichtig, dass man auf diese 22 Uhr dann längerfristig auch kommt für Lucha Underground. Was ich aber noch sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen zu hoch greife, aber ich denke, dass Lucha Underground wirklich jetzt die Chance ist, Wrestling in Deutschland irgendwie, ja, noch beliebter zu machen, weil es eben nicht dieser WWE-Stil ist, sondern was anderes. Es ist aufgezogen wie eine Fernsehserie, es ist viel dieser athletische High-Flying-Stil und das ist auch eine Sache, da habe ich auch mit den einigen Tele5-Leuten drüber gesprochen, die haben ja auch gesagt, die mögen eigentlich kein Wrestling, also einige Mitarbeiter haben gesagt, die finden Wrestling jetzt nicht so super, aber das, was sie von Lucha Underground gesehen haben, hat sie begeistert, weil das einfach nicht dieses, ja, in Anführungszeichen plumpe draufgehauen ist, sondern das ist Athletik pur bei vielen Matches und so kriegst du auch Leute, die sich normalerweise denken, boah, Wrestling ist echt definitiv nicht meins, aber wenn der Typ drei Salti hintereinander macht, dann ist das schon beeindruckend. Und ich glaube, so kann man auch eine breitere Masse vielleicht sogar ansprechen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie falsch gedacht ist, aber ich habe irgendwie den Eindruck, da kann man ein breiteres Publikum ansprechen als mit dem WWE-Produkt. Grundsätzlich ja. Aber du hast halt auch das Problem, dass die Leute erstmal dranbleiben in dem Sinne. Oder sich erstmal dafür interessieren, weil es eben halt trotzdem Wrestling ist. Aber grundsätzlich von den Anlagen her hast du da durchaus die Chance, weil es eben im Grunde nicht eine typische Wrestling-Show ist, sondern durchaus mehr als eine TV-Serie angelegt ist. Definitiv, ja. Dann hoffen wir mal, dass das so ist. Ja. Wollen wir noch irgendwen grüßen zum Abschluss oder so? Ich wüsste jetzt nicht. Ich glaube, ich lasse das heute mal. Du lässt das? Okay. Ja, dann grüße ich die Leute, die ich bei der WXW-Show getroffen habe. Das waren der Luke Geld, der Razor und der Kozel. Ja, da weiß ich leider nicht, wie man es ausspricht. Aber ja, immer schön, mal die Leute zu sehen, die man sonst nur aus dem Forum kennt. Und ja, waren. Also den. Natürlich, ja. Einen großen Request war ein großes natürlich. Ja, schließe ich mich einfach mal an. Ja. Nee, der Punkt ist einfach, würde ich nur sagen, ich denke an dich an dieser Stelle. Ja, lassen wir es dabei. Alles klar. Dann bis nächste Woche, oder? Ja. Nö.
versuchen. Ja, ich hoffe. Wir müssen mal schauen, ob es jede Woche so klappt, aber ja. Nächste Woche könnte es eng werden, tatsächlich. Da bin ich nämlich bis 22 Uhr arbeiten. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Das ist geht. Ja. Naja, aber wir werden sehen. Wir bekommen bestimmt irgendwas auf die Reihe, dann halt eine andere Besetzung. Da bin ich recht zuversichtlich. Wir geben unser Bestes. Auf alle Fälle. So, na dann, würde ich mal sagen, wir sagen auf Wiederschauen, oder? Ja, tschüss. Tschüss.